Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf dem Harley-Davidson Bielefeld YouTube-Kanal. Ich sitze hier bei uns vorm Shop und habe hinter mir zwei Motorräder stehen. Einmal eine serienmäßige Harley-Davidson Street Bob und einmal unsere HD Bielefeld Custom Street Bob, den Lavalampenumbau in Blau mit einer 2-in-1-Anlage und vielen Extras, Big Spoke-Felgen. Das Bike haben wir euch vor einigen Monaten, ich glaube, es war eins unserer ersten Videos, schon mal im Detail vorgestellt. Könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen, das Video. Das werde ich euch am Ende von diesem Video nochmal verlinken. Wir haben uns gedacht, es ist schade, dass wir dieses Bike noch einmal auf dem Kanal haben, und ich habe mir heute überlegt, wir werden heute mal einen Fahrbericht machen. Ich werde als allererstes die serienmäßige Street Bob fahren und diese in mehreren Punkten bewerten. Wir werden die Punkte haben: Sound, Performance, Komfort, Langstreckentauglichkeit auf Landstraße sowohl als auch auf Autobahn, und wir werden den Punkt haben Aufmerksamkeit. Das heißt, wie viel Aufmerksamkeit erregt man mit dem Bike, wie viele Leute gucken einen an, wie sind die Reaktionen. Das heißt, wir fangen mit dem Serienbike an, ich fahre das, wir springen auf die Straße, ich gebe euch dazu dann ein Feedback und danach springe ich auf unser Custom-Bike, wir fahren das auch Probe und schauen mal, was ist der Unterschied. Lohnt sich der Umbau? Ist es besser als vorher? Ist es schlechter als vorher? Oder ist es nur noch ein Eisdielenfahrzeug? Wir werden sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, wir sehen uns auf der Straße. So, und da sind wir schon auf der Straße mit der serienmäßigen Harley-Davidson Street Bob mit dem 114er Motor. Das heißt, wir haben hier 95 PS, fast 1,9 Liter Hubraum, und wir werden das Ganze jetzt mal testen, wie angesprochen, in verschiedenen Kategorien. Und da starten wir natürlich jetzt mit der komplett Stock-Variante von der Street Bob, fahren das Ganze mal in verschiedenen Lagen und werden dann gleich am Ende des Videos bzw. im zweiten Part des Videos auf unsere Custom Street Bob springen und einfach mal schauen, wo so die Unterschiede liegen. Also kommen wir mal zum ersten Bewertungspunkt, und das ist der Sound. Beim Sound müssen wir hier natürlich sagen, wir haben die Serienabgasanlage dran. Es ist eine relativ neue Harley, das heißt, da kann man auch nicht so viel erwarten. Wenn man da natürlich Klappenabgasanlagen gewöhnt ist, ist man vielleicht ein bisschen verwöhnt. Trotzdem wollen wir das Ganze bewerten. Da wir es ja in Schulnoten machen, würde ich sagen, hören wir einfach mal rein. Ich schalte mal einen runter. Ein bisschen was kommt da auf jeden Fall. Also das Klangbild ist trotzdem natürlich schön, meiner Meinung nach. Aber es ist halt sehr leise und sehr gedämpft. Meiner Meinung nach auf jeden Fall eher so 4 bis 5, schon eher mangelhaft. Also da darf man einfach nicht zu viel erwarten von der Serien Harley. Da werden wir mit Sicherheit gleich bei unserem Custom Bike einiges mehr an Sound und Fahrerlebnis haben. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, und das ist Komfort. Da sind wir natürlich bei der Street Bob, finde ich, was Softail angeht, echt gut dabei. Also es ist ein ultra komfortables Motorrad, finde ich. Gerade durch den, ja, sage ich mal, Mini-Ape-Lenker haben wir halt eine unfassbar geile Sitzposition. Fußrastenanlage ist auch in Ordnung. Klar, wenn man die vorverlegt, gerade bei jemandem wie mir mit einer Größe von 1,88 m, wäre das nochmal entspannter. Aber ich finde das Bike super komfortabel. Wir haben keinen Heavy-Breather-Luftfilter wie beim 117er Motor, der irgendwie im Weg ist. Entspannte Fahrposition, ich sitze aufrecht. Auch der serienmäßige Sitz ist gut gepolstert, also ich denke auch bei einer etwas längeren Strecke sollte das gar kein Problem sein. Super komfortables Motorrad, da kann ich eigentlich für eine Softail auf jeden Fall eine 2 geben. Also das ist schon auf jeden Fall wirklich ein guter Fahrkomfort. So, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, und das ist der Punkt Performance. Da fassen wir jetzt zusammen Beschleunigung, Kurvenverhalten, Schräglage, und das testen wir mal hier. Ich ziehe mal am Hahn. Also das Ding hat auf jeden Fall Dampf, 114er Motor, klar, nicht so viel Dampf wie der 117er Motor, aber fährt sich schon wirklich gut. Bremsverhalten ist in Ordnung, könnte mehr sein. Geht gut in die Kurve, trotz Mini-Ape und sowas, aber hier ein bisschen gefährlich. Geht gut in die Kurve, lässt sich kontrollieren, ich habe kein unsicheres Gefühl oder sowas, auch nicht bei etwas mehr Geschwindigkeit in der Kurve. Können uns hier schön reinlegen, der etwas schmalere Hinterreifen ist natürlich da von Vorteil. Also das performance-technisch, ja, macht das schon Spaß und ist gut angesiedelt. Also da würde ich sagen, sind wir definitiv zwischen 2 und 3, eher Richtung 2. Man muss halt wissen, was man hier kriegt für sein Geld. Es ist nun mal der 114er Motor und es ist hier keine Upside-Down-Gabel oder sonst was. Da könnte man natürlich im Nachhinein dann auch wiederum mit einem Wilbers-Fahrwerk oder sonst was arbeiten. Aber das macht auf jeden Fall Spaß und wir haben hier eine gute Performance. Etwas stärkere Bremse würde dem Ganzen natürlich gut tun, aber ja, das ist halt Harley, ne? Meine Bewertung zwischen 2 und 3.
So, sind wir schon beim nächsten Punkt. Thema Autobahn. Autobahn-Langstreckentauglichkeit. Dafür fahren wir jetzt mal hier auf die A33 auf. Gucken nochmal, wie das ganze Ding hier hochbeschleunigt. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Verkehr. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze bei etwas mehr Geschwindigkeit anfühlt. Also Beschleunigung, wie auch schon gesagt, gerade beim Performance-Test völlig ausreichend. 114er Motor, kann man super fahren. Wir haben hier natürlich eine relativ hohe Windanfälligkeit. Bin mal gespannt, wie das hier vom Ton ist. Dadurch, dass wir halt hier diesen Ape haben, kriegt er halt den Wind eben komplett ab. Ich bin jetzt bei 130 km/h. Es fährt sich noch relativ entspannt. Also ich sag mal so, 4 Stunden so fahren hätte ich keinen Bock. Aber für eine gewisse Strecke ist es auf jeden Fall in Ordnung. Ja, da bist du natürlich mit einer Streetlight, Roadlight oder sogar einer Lowrider S deutlich komfortabler unterwegs. Das heißt, hier Langstreckentauglichkeit über die Landstraße, würde ich sagen, ist sehr gut bei dem Motorrad, wenn man sich so bei 100 km/h aufhält. Geben noch mal ein bisschen mehr Gas. Sind wir jetzt bei 140. Da wird es schon sehr, sehr windanfällig. Macht dann nicht mehr so viel Bock, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, hier Autobahn-Langstrecke meiner Meinung nach eher eine 4- auf der Landstraße, aber eine 2+, weil, keine Ahnung, zwischen 80 und 100 km/h fährt sich das Motorrad halt super entspannt. So, da sind wir auch schon beim letzten Bewertungspunkt angelangt, und zwar den Punkt Aufmerksamkeit. Den kann man jetzt natürlich positiv und negativ sehen. Manche wollen mehr Aufmerksamkeit generieren, manche eher weniger. Wir werden es heute so bewerten, dass die 1 die meiste Aufmerksamkeit ist und die 6 die wenigste. Man sieht es jetzt hier, wenn man die Leute mal anschaut, ja, man wird schon angeguckt auf jeden Fall. Es ist halt eine Harley und das Bike ist rot, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das Bike, ja, erregt jetzt groß Aufmerksamkeit. Also wenn man so im Serienzustand fährt, vor allem mit Serienabgasanlage, wir gucken uns hier nochmal um, dann ist es wirklich, ja, im Rahmen. Also da kann man ganz normal fahren, wird nicht die ganze Zeit angeguckt und erregt nicht sehr viel Aufmerksamkeit. Das heißt, im Serienzustand würde ich sagen, sind wir hier auf jeden Fall so, ja, bei einer 4. Es bleibt halt eine Harley, also es ist nicht so, dass euch keiner anguckt, aber ihr erregt hiermit wirklich keine große Aufmerksamkeit. Also, unsere kleine Testfahrt mit der Serien Streetbob ist beendet. Nochmal kurzes Gesamtfazit von mir. Ich werde euch alle Punkte natürlich am Ende nochmal auflisten in der Gegenüberstellung mit dann dem Custom Bike. Für wen ist die serienmäßige Streetbob was? Ich würde sagen, es ist ein Motorrad für jemanden, der einfach einen guten Allrounder will. Der vor allem Bock hat, ein bisschen auf der Landstraße zu cruisen, ganz entspannt, wenn er halt Performance braucht, trotzdem auch ein bisschen Performance hat. Also es ist wirklich ein schönes Allrounder-Bike. Ich finde es wirklich, wirklich toll. Das Einzige, was ich für mich persönlich als essentiell hier ansehe, wie aber bei allen neuen Modellen, ist, dass man halt was an der Auspuffanlage verändert. Alles andere, finde ich, könnte man, wenn man wirklich aufs Budget jetzt achten möchte, so lassen, wie es ist. Das Teil sieht gut aus. Man kann natürlich immer viele Sachen machen bei so einem Motorrad, aber dafür fahren wir ja jetzt gleich das Custom Bike. Also wie gesagt, schönes Motorrad, super Allrounder für jeden, vor allem preis-leistungsmäßig hat man da ein tolles Motorrad. Aber ich würde sagen, wir quatschen nicht lange rum, sondern jetzt geht's zur Sache und wir fahren mal unsere Custom Streetbob. Viel Spaß! So, wir sind zurück auf der Straße, diesmal mit mehr Sound und einem ganz anderen Look. Jetzt hier unsere Custom Streetbob im Lavalampendesign. Wir fahren genau die gleiche Runde, die wir gerade gefahren sind und testen das Schätzchen auf genau die gleichen Punkte, die wir gerade getestet haben. Und ich würde sagen, das wird bestimmt nochmal eine ganz andere Nummer. So, wir sind an der gleichen Stelle, wo wir vorhin den Soundcheck gemacht haben. Wir testen das Ganze hier jetzt auch nochmal aus. Ich schalte einen runter und wir hören uns das Ganze mal an. Ja, also mit der Jekyll & Hyde ist schon richtig, richtig geil. Also ich persönlich finde die 2-in-2-Anlage noch ein bisschen geiler vom Klangbild und auch ein Ticken lauter. Und es bleibt natürlich auch ein Milwaukee 8 Motor, da wirst du keinen Evo mehr draus machen. Aber Sound auf jeden Fall so in diesem Setup her, würde ich sagen, auf jeden Fall eine 2. Nocke rein, dann wird es auf jeden Fall eine 2+, vielleicht sogar, na, eine 1 wird es nicht. Dafür, das ist beim Milwaukee 8, glaube ich, einfach nicht machbar. Aber eine gute 2 auf jeden Fall. Was ist das denn, ihr Monkey oder was? Aber eine gute 2 ist es auf jeden Fall vom Sound. So, jetzt sind wir beim Punkt Nummer 2 und zwar ist das der Komfort. Komfort, muss ich sagen, hätte ich weniger erwartet tatsächlich. Ist wirklich in Ordnung. Also ist wirklich, wirklich in Ordnung.
Der Solositz ist tatsächlich ein bisschen hart. Also ich denke, wenn man hier jetzt mehrere Stunden mit fährt, dann wird es schon ein bisschen unangenehm am Steißbein. Aber durch die vorverlegte Fußrastenposition fährt sich das Ganze wirklich super entspannt. Der Z-Bar-Lenker ist für meine Größe gerade noch so in Ordnung. Der Serienlenker hat mir, was den Komfort angeht, da etwas besser gefallen. Das heißt, ja, hier ein bisschen höheren Lenker dran, dann glaube ich, fährt sich das nochmal wesentlich geiler. Aber gut, es ist halt ein Custom-Bike und es geht halt irgendwo auch um den Look und man wollte halt den Look erzielen, den man mit diesem Z-Bar-Lenker kriegt. Ne? All in all, wesentlich besser als ich gedacht hätte, wesentlich besser als viele andere Custom-Bikes, die ich gefahren bin. Ich würde sagen, Komfort eine 3. Kommen wir nochmal zum Thema Performance. Es sei kurz dabei gesagt, der Motor hier ist sehr neu. Ich werde den jetzt gleich nicht ausdrehen, aber die Beschleunigung wird ja die gleiche sein wie auch eben mit der anderen Street Bob. Am Motor ist ja nichts gemacht. Dementsprechend gehen wir jetzt hier gleich eher auf die Kurvenlage, auf das Ansprechverhalten der Gabel und sowas ein, mit der DLC-Beschichtung, ob sich da was verändert und einfach auf das Fahrverhalten durch die geänderte Vorderradfelge vor allem. Und die anderen Reifen, wir haben jetzt hier Avon-Reifen drauf, aber wir testen das Ganze mal. Straße sieht schon wieder relativ leer aus hier, das ist gut. Bisschen Gas können wir natürlich geben. Vom Anzug her, wie gesagt, ist es der gleiche Motor. Wollen wir mal schauen, was die Kurvenlage geht. Die Reifen sind recht neu, ich werde jetzt hier nicht zu sehr ans Limit gehen. Fährt sich aber wirklich gar nicht schlechter als das Serienfahrzeug. Also wirklich gute Performance für ein Custom Bike. Hier, den müssen wir schnell überholen. Ne, fährt sich schön. Also die DLC-beschichtete Gabel, das sind natürlich nur Nuancen, hat ein bisschen besseres Ansprechverhalten. Merkt man vielleicht ganz leicht im Bremsverhalten, dass es nicht so stottert, wenn man stark in die Vorderbremse reingeht. Aber hiermit kannst du gut durch die Kurven gehen. Auch das Vorderrad in der Größe fährt sich wirklich sehr schön, hätte ich schlechter erwartet. Also Performance top, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall auch 2 bis 3. Hat sich nicht geändert, die Performance. So, da sind wir wieder beim nächsten Punkt, und zwar der Punkt Autobahn- und Langstreckentauglichkeit. Wir fahren wieder hier auf die A33 auf. Es ist exakt das gleiche Stück, gleiche Bedingungen, hoffentlich auch nicht mehr Verkehr. Und wir testen mal, wie windanfällig das Ganze ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar der Punkt sein wird, der sich verbessert hat, da wir durch die geänderte Sitzposition deutlich flacher über dem Tank sitzen und natürlich keinen Mini-Aid mehr haben. Und dementsprechend vielleicht weniger Windanfälligkeit haben. Also, wir beschleunigen wieder hoch. Erstmal auf 130. Wenn ich so ein bisschen runter gehe, dann ist es definitiv entspannter vom Wind. Ich sehe gar nichts in den Spiegeln. Das muss ich sagen, ist scheiße mit dem Lenker. Müssen wir mal kurz die anderen vorbeilassen hier. So, jetzt sind wir wieder da. Beschleunigen mal hoch auf 140. Fährt sich etwas besser, meiner Meinung nach. Also die Windanfälligkeit ist ein bisschen weniger. Es ist immer noch krass. Was man natürlich dann sagen muss, von der Langstreckentauglichkeit her, macht das Ganze nicht besser, weil ich mich natürlich übelst nach vorne lehnen muss und dann meine Hüfte sehr stark abgeknickt ist und auch mein Rücken hinten natürlich in einer scheiß Position. Also ich würde sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich bei der normalen Street Bob gegeben habe. Ich glaube 4 bis 5 oder so. Würde ich die ja auch genauso sehen. Also die Windanfälligkeit ist halt etwas besser. Durch die Fahrposition, wenn ich mich auf den Tank lege, macht es das aber nicht komfortabler. Ich sag mal, 100, 200 Kilometer, kein Problem. Danach wird es wahrscheinlich nervig, wenn ich dann die ganze Zeit auf der Autobahn hänge. Allerdings Landstraße würde ich dem Ganzen hier, da hatte ich glaube ich eine 2- gegeben bei der originalen, würde ich dem hier eine glatte 2 geben. Weniger Windanfälligkeit, vorverlegte Fußraste ist etwas entspannter. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen besseren Punkt. So, wir sind jetzt wieder in der Stadt. Wir werden uns jetzt nochmal um den Punkt Aufmerksamkeit kümmern. Ist natürlich sehr schwer zu beurteilen, aber wir gucken einfach mal, was so die Blicke sagen, ob wir irgendwelches Feedback kriegen. Hin und wieder gibt es ja auch mal ein Däumchen, wenn man mit so einem Custom Bike hier rumfährt. Und dann gucke ich mal, dass ich das so ein bisschen eingeschätzt kriege. Alleine durch die Klappenabgasanlage haben wir natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit, die wir erregen, weil man halt eben uns halt einfach schon vom Weiten kommen hört. Ne? Das muss man so ein bisschen natürlich bedenken. Also der Kleine im Kinderwagen findet es auf jeden Fall gut. Die Leute gucken schon deutlich mehr. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen an dem
Lacksatz, also die Kombination von Klappenabgasanlage und Custom-Lacksatz, ist natürlich schon heftig, ne? Aber nicht so heftig, wie wenn man jetzt mit einer Full-Custom-Breakout oder Fatboy hier durchfährt, habe ich das Gefühl. Also wird schon angeguckt, aber es ist noch in Ordnung. Das heißt, wer ein bisschen Aufmerksamkeit möchte, aber nicht komplett angeguckt werden möchte, der ist mit dem Bike auf jeden Fall gut bedient. Kommen wir mal zur Bewertung der Aufmerksamkeitsskala. Ich würde sagen, wir sind da so bei einer 2-. Du wirst schon angeguckt, aber nicht übermäßig. Also es ist noch völlig im Rahmen. Ne? Das habe ich schon deutlich schlimmer erlebt. Ist aber natürlich ein Hingucker. Ne? Dementsprechend, wer sowas sucht, hat hier auf jeden Fall genau das Richtige. Kommen wir vielleicht auch direkt zu dem Punkt, für wen dieses Bike hier mit diesem Umbau was ist. Ich würde sagen, eigentlich fast die gleiche Person, die auch die Serien Street Bob fährt. Es ist kein Bike für jemanden, der gerne 300, 400, 500 Kilometer Touren an einem Tag macht, bin ich ganz ehrlich. Dafür ist der Solositz einfach nicht ausgelegt. Aber für eine Tour, Bielefeld-Willingen zum Beispiel, wie viel ist das? Keine Ahnung, 150 Kilometer oder so. Easy, ganz entspannt, schöne Tagestour, am gleichen Tag auch wieder zurück, also 300 Kilometer am Tag. Da hast du gar keine Probleme, da tut dir der Arsch, glaube ich, auch nicht groß weh. Dafür ist das top. Für mal ein bisschen ballern ist es auch top. Du kannst gut in die Kurve gehen, das Ding hat Anzug, das Ding hat Sound. Ne? Es ist wirklich ein Allrounder, muss man echt sagen. Also bin positiv überrascht, hätte gedacht, dass ich mehr Punkte habe, die halt ins Negative gehen, weil natürlich ein Custom-Bike, so wie das jetzt hier, natürlich mehr auf Optik ausgelegt ist und meistens dann der Fahrspaß darunter leiden kann. Hier nicht der Fall. Du hast hier für ungefähr 40.000 Euro einen super Allrounder, wo alles gemacht ist, was man halt irgendwie machen will. Sound, Blinker, Lack, alles halt. Ne? Dementsprechend eigentlich finde ich eine ganz schöne Sache. So, wir sind wieder zurück am Harley Store. Ich stelle das Bike nochmal hier vorne hin. Ich hoffe, euch hat dieser direkte Vergleich mal gefallen. Machen die Anlage mal zu, lassen das Schätzchen aber laufen. Das soll es dann für heute auch gewesen sein. Es ist auf jeden Fall ein besonderes Motorrad. Es sieht schön aus, hat eine sehr besondere Farbe und man muss es halt wollen. Ne? Ich muss sagen, es macht wirklich Spaß zu fahren. Es ist besser, als ich es erwartet hätte. Und im direkten Vergleich würde ich persönlich mich für die Custom-Variante entscheiden. Vor allem, wenn man auch den Preis im Hinterkopf behält, finde ich das eigentlich preis-leistungsmäßig ein super Paket. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an dem Motorrad, dann ja, kommt vorbei, guckt es euch an und wenn ihr Bock drauf habt, nehmt das mit. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt stabil und haut rein. Mahlzeit Leute, heute stellen wir euch mal ein Bike von uns vor. Diese schöne Street Bob haben wir für die Custom Bike Show in Bad Salzuflen gebaut. Vielleicht haben einige von euch das Ganze schon gesehen.